hinter mir, sticht mir den Rücken. Vielleicht noch was versteckt. Talent voraus. Freundschaft voraus. Die lügen alle, das stimmt alles gar nicht. Muss ich auch sagen, da war ich auch sehr stolz drauf, dass ich die geschafft habe. Die waren schon echt knusprig, die beiden. Das mit dem Fest, das habe ich auch noch nicht kapiert, was ich hier machen muss. Das meine ich halt mit dem Punkt. Also ich sitze hier gerade nämlich fest. Ich komme hier nämlich derzeit nicht weiter. Weil der Typ hat irgendwie was zu uns gesagt gehabt. Und meinte, vielleicht ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, aber ich glaube nicht. Go on now. This old geezer hasn't any use for you just yet. Ja. Der sagt nämlich tatsächlich noch absolut janisch zu uns. Außer irgendwas mit Sterne. Und hier kann ich nichts öffnen. Ich frage mich halt wirklich, wie da so ein geheimer Pfad. Kann es sein, dass der sich erst öffnet, wenn wir hier gekämpft haben? Aber warum hätte ich das sonst kaufen müssen? Kann ich nicht einfach hier runterhüpfen? Das sieht doch friedlich aus. Der geheime Pfad ist hier hinten drin. Hätte ja klappen können. Ja gut, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier oben noch mal hin. Nein. Wo war denn diese eine Festung, wo ich noch hin wollte? Doch hier. Hier gehen wir noch mal hingucken. Ah, Kerkerölen. Stimmt, da waren wir nicht. Das letzte Mal haben wir nämlich aufgehört gehabt und hatten, glaube ich, gesagt, wir gehen da noch mal raus. Soweit ich mich dran erinnern konnte. Die Kerkerhöhlen haben wir. Ich dachte eigentlich, dass der Kerkerpfad der wäre, der uns theoretisch dann in dieses Schloss bringen würde. Aber dem war leider nicht so. Trotzdem haben wir hier einiges entdeckt, was ganz spannend war, muss ich sagen. Stimmt, hier sind wir nämlich letztes Mal rumgeritten und haben nämlich dieses Ding hier entdeckt. Mit dem Teil da vorne. Genau, kann ich mich nämlich dran erinnern. Hier vorne sind Ruinen da rechts von uns. Und anscheinend hier oben drauf muss noch irgendwie... Da muss noch irgendwie was sein. Digga, Pflanze, lass mich mal in Ruhe. Oh nein! Bitte, bitte, lass mich in Ruhe. Bitte, du Scheißlibelle. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Oh nein, da sind... Hydration is the key. Ach, Miststück. Einfach nur eins Miststück. Da sind Garnelen, Leute. Die sind halt ein bisschen stark. Da müssen wir halt gleich mal gucken, wie wir das hinbekommen. Und Prost, Zombie-Lau, Hallöchen. Danke fürs Wasser trinken. Die tut nichts. Ist doch eine Libelle. Eine Haselle. Haselle. Prost. Schimpfwörter immer hier. Hallo? Hier hat gar keiner Schimpfwörter gesagt. Hab ich Schimpfwörter gesagt? Das ist eine Unterstellung.
Das stimmt absolut nicht. Na, wir holen mal unseren Freund. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Hallo, Kaide! Komm mit. Kannst ein bisschen mit uns kämpfen. Oh, da ist ein Eingang. Da geht's runter. Geil. So, Kaide, du bist dran. Let's grab him and snack him. Ja. Alter, Kaide, du bist so ein Lauch. Wirklich, das hat ja schon wieder gar nicht funktioniert. Ey, ohne Scheiß. Ich glaube, der Kaide muss sich auch erstmal wieder warm spielen. Du dumme Sau, Alter, wirklich. Was war das denn für eine Kaiden-Scheiße? Das habe ich dir aber nicht beigebracht. Schäm dich, wie du dich benimmst. Hier ist nichts. Also wir wissen, dass wir da hingehen können. Hätte ich nur dies Haus. Oh. Lassen Sie mich durch. Haben wir schon gesehen? Ach du Scheiße. Der Kaido macht eine Solo-Sache. Ach du Scheiße, wir werden sterben. Schuld, der ist einfach reingepusht. Ihr habt es alle gesehen, Leute. Der Kaido ist schuld. Kacke, ich habe nichts mehr gegen Vergiftung. Der Kaido ist einfach schuld, Digga. Der ist einfach reingepusht. Wie so ein Märtyrer. Ist das ein richtiges Wort dafür? Ich habe keine Ahnung. Warum gebrauche ich das? Alter Schwede, sind da viele. Alter, verdammt. Also das war ja Bullshit von ihm, wirklich. Meine Güte. Können wir uns diese Balls eigentlich selber herstellen? Nein. Kacke, da muss ich jetzt echt kurz warten. Hallöchen, Stirring! Wie geht's dir? Wie steht's? Schauen wir doch gut. Holy shit, ey. Der Kai ist einfach reingepusht. Habt ihr das gesehen? Oh, diese dumme Sau. Der hat uns den ganzen Pull versaut. Nur weil er geil drauf war, zu kämpfen. Wir hätten es Niki machen sollen, Leute. Ich sag's euch. Wir hätten Assassin Evi machen sollen. Immer noch vergiftet. Das ist echt der Wahnsinn. Dass wir diese Bowls halt nicht haben, das ist schade. Da müssen wir echt mal gucken, dass wir uns die vielleicht früher oder später mal besorgen. Ah, dass da auch noch die Hunde waren. Das hat ja auch kein Schwein gesehen. Scheiße. Warum sieht man die denn immer nicht? Ich kann das nicht sehen. Ich hab nix Auge. Scheiße. Okay, das schaffen wir aber diesmal. Wir nehmen mal den letzten Ort der Gnade und gehen wir dann nochmal hin. Holy moly, Macaroni. Muss mal ein bisschen wach werden. Kacka. So ein Kacka aber auch. Scheiße. Okay, dass die halt auch vergiften zwischendurch. Das ist halt auch so bitter, ne? Wir haben Scharlachfäule bekommen und Gift.
Das war undenkbar ungünstig. Und der Kaider hat halt ein Missplay gelandet. Der hat ein wirkliches Missplay gelandet, muss man ganz ehrlich sagen. Der war schuld. Sonst hätten wir das vielleicht hinbekommen. Vielleicht. Vielleicht. Wie war das Konzert eigentlich? War der letzte Stream, den ich gesehen habe, bevor du zum Konzert bist. Konzert war gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir waren ja am Donnerstagabend, glaube ich, beim Konzert gewesen. Und das hat echt Spaß gemacht. Also, wir haben uns Kraftklub angeguckt oder angehört. Ja, es war angenehm. Es war eine schöne Stimmung, die Leute waren gut drauf. Das Einzige, was so ein bisschen, ja, jetzt mir nicht so zugesagt hat, war halt die Vorband. Das war halt jetzt nicht so ganz mein Geschmack, aber auch die hat gut Stimmung gemacht. Und ich fand es halt lustig, dass sie halt angesagt haben, so, ja, macht mal Stimmung, weil wir waren ja früher auch mal Vorband und so. Und ich finde, wenn man dann halt irgendwie ansagen muss, dass man irgendwie Stimmung machen soll, dann spricht das nicht so ganz für die Person, die eigentlich da der Act ist als Vorband. Ja, aber okay. Es war trotzdem geil. Und es gab keine Tortillas, Leute. Ich war sehr, sehr traurig. Ach, er macht einen ganz anderen. Oh nee, Digga, er ruft alle. Heide, kannst du aufhören, alles alleine zu machen? Ich wollte ganz woanders lang gehen als du. Digga, du machst mich verrückt, wirklich. Jetzt bist du schon fast tot. Komm jetzt mit, wir müssen da oben die Runen holen. Oh, Digga. Du machst mich echt fertig, wirklich. Ich hab den Kaiden echt lieb, ja? Aber der macht manchmal dumme Sachen. Danke. Ava Maria, 34.000 Runen, voilà. Oh, eine Giftblüte. Schön. Seid gegrüßt, Hallöchen Lafo! Kraftklub sind live mega nice. Ja, vor allen Dingen, die haben sich halt auch echt eine geile Show überlegt, muss man halt auch sagen. Also ich habe ja einiges in meiner Instagram-Story verlinkt gehabt, beziehungsweise veröffentlicht. Und habe euch versucht, da so ein bisschen mitzunehmen. Und ja, ich muss halt sagen, wir standen halt leider nicht im Innenraum, obwohl noch ein bisschen Platz gewesen war. Ich muss halt sagen, ich glaube, zu sitzen... Ich fand Sitzen damals bei Konzerten immer mega geil, aber mittlerweile bin ich auch, dass ich sage, ich will eher tanzen, anstatt dass ich halt sitze, weil ich will mich dann gerne bewegen. Dann ist der Flow und das Feeling einfach ganz anders. Und ja, aber sonst war es mega, mega nice. Großen Libelle. Schön, den brauchen wir ja. Sehr gut, Keile. Sehr gut.
darfst sie nicht leveln, wie bei Conan Exiles die Leute, wenn man die mitnimmt. Das ist auch witzig. Okay, ich weiß nicht, wollen wir da schon reingehen in diesen Gang? Wäre eigentlich ganz nice, oder? Da unten chillt noch jemand? Da chillen zwei? Kaido, hör auf anzugreifen. Lass das bitte. Vor allem Efi im Moshpit mitwirken. Naja, Moshpit jetzt nicht direkt. Also, das ist mir manchmal ein bisschen zu hart, muss ich sagen. Gerade wenn das so eine jüngeren Männer sind, die sich da irgendwie extra profilieren wollen und irgendwie kleine Mädchen umherschubsen möchten. Das finde ich dann so grenzwertig. Aber wenn man so ein bisschen hin und her bumst und ein bisschen tanzt, finde ich das schon ganz nett. Muss ich sagen. Und dann macht das schon ganz viel Spaß eigentlich. Ich finde es halt angenehmer, sich zu bewegen, anstatt dann die ganze Zeit zu sitzen. Obwohl man ja auch, wenn man Sitzplätze hat, tanzt, ne? So ist es ja nicht. Aber du hast halt immer so deine Sitzplätze davor. Und das finde ich, das ist ein ganz anderes Feeling, wie in der Masse dann halt mitzudanzen. Und benötigt das Objekt voraus. Vorsicht vor Gruppe. Gefahr voraus. Insekten voraus? Pflanzen oder was? Ah, da hinten läuft jemand. Ja, oder was ist das? Ah, das sind so eine Kämpfer wieder, okay. Steht hier jemand? Nein. Steht hier jemand? Nein. Ah, okay. Ich sehe. Sind das Viecher? Diese das Larven? Okay, wait a minute. Eklig. Eklig, wo bin ich hier reingelaufen? Okay, das ist übel eklig. Okay, das ist auch übel böse, weil die schießen mit allem. Holy Macaroni. Okay, wir müssen da mit einer anderen Taktik rangehen, glaube ich. Hin und her bumsen. Wo ist denn dann Marikas Pfahl gewesen in der Nähe? Habe ich gar nicht gesehen. Habe ich das gesehen? Ich glaube nicht. Ich spawn einfach an der Gnade. Ich glaube, das ist immer am besten. Die Frage ist halt, bringt uns der Keide da drinnen was? Haben die von der Decke gefallen, Leute? Habt ihr das gerade gesehen? Oder wo kamen die her? Aber ich rufe den dann halt erst unten, oder? Dass da unten dann so viele kleine eklige Viecher sind, die dann da rumwuseln. Aber vielleicht eher die Wölfe rufen? Was macht das denn? Oder wir müssen uns die holen, diese Schimmerstein-Dinger. Sollen wir die vielleicht nehmen? Das Problem ist, der Keil rennt halt einfach rein. Immer.
so die Babys sind hier. Schatztruhe voraus. Komm, Kaide. Schade, dass der uns nicht die Tür einfach öffnet. Meteorklinge. Okay. Meteorklinge. Dolcher. Guck mal, das Rapier hat plus 8. Da ist die Meteorklinge. Oh, auch Blutverlust. Es ist ein Katana mit 50. Wir haben 55. 263. Ja, unser ist halt schon ein bisschen stärker, glaube ich, ne? Das ist schon C, das ist nur D und E. Ich glaube, unser ist besser. Aber andersrum, das ist halt noch nicht gelevelt. Geschick. Ne, Weisheit brauchen wir dafür. 18. Wir haben jetzt Weisheit 13. Okay, ab in die Kerkerhöhle. Dann würde ich sagen, verschwenden wir erstmal kurz unsere Levelpunkte. Wir steigen mal in der Stufe ein bisschen auf. 38 Punkte, 38.000 haben wir gerade. Und brauche 30.000 für die nächste. Ja, gehen wir da auf Weisheit? Was meint ihr? Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was wir überhaupt leveln wollten. Ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht, auf dieses Schwert zu gehen oder auf dieses Katana oder ob wir unser Schwert behalten wollen. Das finde ich eigentlich auch gar nicht so kacke, muss ich sagen. Hat mir ganz gut gefallen, jetzt damit zu kämpfen. Aber ist ein Katana, wenn es eine Klinge ist, eine Stumpfwaffe? Nee, kann er nicht. Stumpfwaffe ist dann meistens sowas wie so ein... Keine Ahnung. Ist eine Stumpfwaffe ein Speer oder eine Hammer oder sowas? Ich habe heute vom Verkehrsamt Regensburg einen Brief bekommen. Ich wurde mit 29 km/h zu viel abgelichtet. Das Auto habe ich doch erst 3 Wochen. Ja, das ist aber keine Ausrede dafür, dass du zu schnell gefahren bist. Das kann halt schon mal passieren. Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit sehr viel Glück. Ich wurde schon sehr lange nicht mehr geblitzt. Beziehungsweise das eine Mal wurde ich ja, ich glaube, letztes Jahr geblitzt. Und da habe ich nicht mal einen Zettel für gekriegt, weil es so fragwürdig ist, ob man da jetzt wirklich geblitzt werden hätte dürfen oder nicht. Aber ich habe auf jeden Fall nichts bekommen. Also von daher, meine Weste ist rein. Ich habe schon lange keinen Strafzettel mehr gekriegt. Gott sei Dank. Außer fürs Falschparken. Aber das war ja ein bisschen dämlich. Vor allem, dass wir da so viel Geld bezahlen mussten. Toh, Schweinerei. Und Hallöchen Jinx, guten Morgen. Hallöchen, seien Sie gegrüßt heute, mein Evi. Ich hoffe, Ihr Tag war bis jetzt sehr angenehm. Sehr sogar, ja. Hab Kekse hier, hab einen schönen Chat hier. Wir haben ein bisschen was entdeckt wieder bei Elden Ring. Hab ein bisschen was gespielt. Ein bisschen storymäßig sind wir jetzt nicht so. Wir machen so kleine Peanuts immer noch gerade. Beziehungsweise habt ihr nicht gesagt, man soll eher in wie konnte man denn nochmal Gleichgewicht und sowas leveln? Ich glaube Deckung. Ich glaube, ich gehe echt auf Weisheit, weil wir wollten ja auch den Zauberstab leveln. Und dafür brauchten wir, glaube ich, auch Weisheit, oder? Mal kurz gucken. Mhm. Nicht gerade wenig. 18 ist das höchste. 14. Stab des Verlusts. Nachtzauberei. Ja, dann gehen wir jetzt weiter auf Weisheit, oder? Bringt uns das was? Also ich würde theoretisch nur auf
nur auf Stärke sonst gehen, weil wir halt das Schwert haben. Aber man weiß ja nie, auf was man noch später wechselt. Was? Nein, nicht abbrechen. Warum abbrechen? Ja. Let's go. Jinx, wie geht's dir? Ich hoffe doch wieder ein bisschen besser. Ist ja scheiße, dass du da irgendwie im Krankenhaus die Tage jetzt gestartet bist. Das ist natürlich echt nervig. Ich hoffe, dass da mittlerweile sich alles irgendwie geklärt hat. Leute, wisst ihr übrigens, was bei mir passiert ist? Ich habe seit ein paar Tagen, also ich habe ja allgemein zurzeit echt schlechte Haut, weil ich so unfassbar viele Süßigkeiten esse. Ich esse seit so viele Süßigkeiten, wie ich in meinem ganzen Leben noch nie gegessen habe. Und das spiegelt sich tatsächlich in meiner Haut wieder, weil ich habe echt unreine Haut bekommen. Aber ich habe jetzt seit 2-3 Tagen festgestellt, ich habe hier so unter den Augen entlang an der Nase so kleine rote Pünktchen. Und das sieht aus, als ob ich eine Sonnenallergie habe. Ich habe immer wie Rouge hier drauf. Es juckt nicht, es brennt nicht. Aber ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Schiss, dass das vielleicht irgendwie eine Krankheit sein könnte. Irgendwie hautmäßig irgendeine Infektion oder irgendwie sowas. Ich fühle mich richtig... Adana ist doch keine stumpfe Waffe. Ach, eine Keule, Morgensternhammer. Also Hammer war ich richtig gelegen, okay. Ja, eine Katana ist halt irgend so ein Klingenwaffe wahrscheinlich. Kann auch sein, dass es ein stumpfes Katana ist, Neo. Klugscheißer. Ja, es liegt an Gertschiberli, an den Naschereien, die er mir zukommen lässt. Ich weiß. Das Problem ist, wir wollten ja auch nächstes Jahr in den Urlaub fahren. Und eigentlich hatten wir erst überlegt gehabt, ob wir im März fahren. Und das Problem ist aber, ich bin da halt gerade dann im Praktikum. Und das ist für mich echt ein bisschen zu stressig. Darum bin ich jetzt derzeit am Überlegen, ob wir dann vielleicht erst im November fahren, so um den Geburtstag von Chris herum. Das Problem ist nur, also ich habe dann halt ein bisschen mehr Zeit, an Gewicht zu verlieren, weil ich möchte gerne ein bisschen Bäuchlein abspecken. Aber mit den ganzen Süßigkeiten kriege ich das eher schwer hin, muss ich sagen. Haben wir da schon? Da wollten wir auf jeden Fall hingehen, ne? Ne, da wollten wir hingehen. I can remember. Frage ist nur, wie wir da hinkommen. Stumpfes Katana, ja genau. Kann nichts erkennen, der Filter funktioniert. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank funktioniert der, obwohl ich heute ein bisschen geschminkt bin tatsächlich auch, aber... Nee, sieht man nicht wegen des... Sieht man leider nicht wegen des Lichtes. Das ist alles ein bisschen zu überlichtet. Nee, aber irgendwie... Ich weiß nicht, was das zurzeit da mit meinem Gesicht ist. Irgendwie ist das ein bisschen anstrengend tatsächlich, dass das da so gerötet ist und ich nicht weiß. Ich meine, solange es nicht wehtut, ist es mir eigentlich egal, aber... Sieht halt auch nicht schön aus, wenn man da diese ganzen Pünktchen und Rötungen hat, ne? Einfach mal durchreiten? Was meint ihr? Ich geh einfach durch. Falls wir da überhaupt durchkommen. Das könnte halt auch noch irgendeine kleine Festung sein, ne? Da oben ist noch mal ein Lager anscheinend. Oh, da ist so ein Fahrzeug. Ah, die werfen nicht mit irgendwelchen Katapulten hier schon wieder Feuer auf uns, oder? Finde ich immer so frech. Da unten waren die Ruinen. Kommen die überhaupt hoch? Bestimmt mit dem Pferd nur, oder? Okay, da ist irgendwie was los. Okay, wir schauen mal, wie wir uns da reinsneaken können. Wenn wir mit Schwert auf Steine schlagen, dann ist es schon stumpf. Ja, ja, darum ja, sag ich doch. Oh mein Gott, der hat eine... Du hast mich nicht... Nein! Ah!
Sau, du hast mich verraten, Alter. Das hat man doch noch gut geschafft, würde ich doch mal sagen. Obwohl der Tröten-Johnny da auch gut reingeblasen hat in sein Rohr. Okay. Okay, da ist ein Zauberer anscheinend mit am Start. Wollte mich ja hier nur noch mal umgucken. Nein. Du trötest nicht. In deine Tröte. Lebt er noch? Nee. Wow. Boah, da ist ein großer goldener Ball. Digga, wie kann er das ausweichen, Alter? So ein mieses Schwein. Nicht hochscrollen. Was? Was? Nee, besser geht's mir nicht, werde morgen zum Arzt gehen und dann soll er eine Magenspielung und ein MRT machen. Oh, shit. Evi, wir hatten vorhin die Schuleingangsuntersuchung. Mein Kind ist bereit für die Schule. Yay! Oh mein Gott, das ist bestimmt mega aufregend. Viel Erfolg da auf jeden Fall. Ich kann mich noch an meine Einschulung damals erinnern, wie mega aufgeregt ich einfach auch war. Ach, das war schon, eigentlich war es schon ganz cool. Ich muss auch sagen, mir hat damals Grundschule und so hat mir eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Und ich fand auch damals die, 7., 8., 9. und so fand ich auch okay. Aber irgendwann wurde es dann auch etwas unnötig, sagen wir doch mal so. Verstehe ich immer noch nicht, warum ich da nichts rauskriege aus diesen roten Dingern. NPCs und weniger Player. Was? Bei was? Klappt alles soweit in Warzone? Oh, Jinx spielt Warzone? Call of Duty? Ich habe tatsächlich auch überlegt, das neue Call of Duty mal auszuprobieren, aber es hat halt so unfassbar viele Bugs, dass ich da irgendwie derzeit nicht so Bock drauf habe. Ich muss halt sagen, ich spiele halt so unendlich gerne Epics, ne? Und mich regt das einfach auf, dass wir keinen dritten Mitspieler haben, der in irgendeiner Art und Weise mit uns daddeln kann. Und ich habe schon gesagt zu Chris, wenn wir jetzt die nächsten Abende auf dem Shooter-Efi-Kanal spielen, dann werden wir wahrscheinlich mehr Arena spielen und uns da ein bisschen hochgrinden. Und wahrscheinlich dann auch das neue Event spielen, was es jetzt zur Verfügung gibt. Denn man kann nämlich den Holo-Train, den Winter Express sozusagen spielen. Da freue ich mich extremst drauf. Mal gucken, ob wir heute Abend ein Streamchen machen. Weil wir sind auch immer noch dabei, natürlich ins Ranking im Battle Royale nach oben zu kommen. Aber da haben wir ja derzeit nicht so die Möglichkeit, mit irgendjemandem hochzuranken.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will da dann einfach ein bisschen für mich auch sein und das halt mit dieser einen Art und Weise probieren, wie wir sie ausgetestet haben. Und das klappt eigentlich ganz gut. Wir haben gestern ein paar Runden gehabt, wo wir immer Plus hatten. Dann haben wir ein paar Runden gespielt, wo wir mit Randoms gespielt haben und haben immer Minus gemacht. Wache voraus. Ich komme hier halt nicht rein, ne? Von den roten Mistkäfern bekommst du nur LP-Tränke. Ach so, aber dadurch, dass die halt voll waren, brauchte ich die nicht mehr, oder was? Oder hatte die schon? Oh mein Gott, ich wäre fast runtergefallen. Hier. Surprise, motherfucker! Leiter. Achtung, Wald. Ach du Scheiße! Ich gehe aber lieber hoch. Das mal kriegt man nichts. Okay, danke für den Tipp. Vielen, vielen Dank. Ich bin noch nicht so ganz, oh nee. Ich bin hier halt noch nicht so ganz hintergestiegen. Was man jetzt aus Beam rauskriegt und was nicht. Ich überlege halt, ob ich meinen, sollte man das machen hier? Zeit für diesen Sprungangriff. Ja klar, warum nicht? Ich bin am Überlegen, ob ich meinen Dings rufen soll, meinen Geist. Warum immer abrollen? Mal gucken. Vorsicht vor rechts. Wer meint nur den einen da? Okay, der sieht ein bisschen stärker aus. Wir reden mal mit dem. Lass das Fest des Krieges beginnen! Erdgeneral Radahn mit dem Ruhm eines Kriegers. Es liegt in euren Händen, Ser Jerin. Okay, also haben wir jetzt das Go, dass wir theoretisch jetzt starten können, oder was? Dieses Fest? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Also mussten wir jetzt hier einmal noch herkommen. Theoretisch in jede Festung reingehen. Erbe des Sternengeißel. Der Sternengeißel? Was ist eine Sternengeißel? Oder steht da Geißel und ich habe so falsch gelesen? Nee, Geißel. Erhöht die Stärke. Talisman verziert mit der Gravur einer Szene aus einem Heldenepos. Wer soll das sein? Was ist das für ein Heldenepos, wo jemand zwei Schwerter hat und einen Pferdeschwanz? Der mächtigste Held der Halbgötter stellte sich allein den fallenden Sternen und indem er sie zerschmetterte, besiegte er das Schicksal des gesamten Firmaments. Okay. Die LP, um wie viel wird die denn erhöht? Ist es vielleicht sinnvoll, die Stärke zu nehmen? 916. 943. Das ist schon. Das könnte schon ein Schlag sein, ne? Nö, einmal falsch verstanden. Habe ich das falsch verstanden? Weil ich suche halt immer noch eine. Also ich suche halt immer noch was, dass wir sozusagen hier dieses Fest einläuten können. Aber ich weiß noch nicht wie. Also ich bin noch auf dem Weg.
Das Katana ist das japanische Langschwert. Es bezeichnet eine bestimmte geschwungene Schwertform mit einfacher Schneide. Während das Katana meist zweihändig geführt wird, ist der durchschnittliche Säbel als Einhandwaffe konzipiert. Okay. Ich dachte sehr gerne Arena und Pubs mit euch. Ja, Pubs will ich nicht spielen. Pubs ist mir zu langweilig, Leute. Also entweder Arena, aber Arena müssen wir halt auch gucken wegen den unterschiedlichen Rängen, ne? Weil Chris und ich, ja, okay, wir sind jetzt erst Gold. Das ist noch nicht so hoch, aber... Finger versuchen, aber Loch! Los, steck rein! Brücke voraus. Großer Baum, oh, großer Baum. Ja, jetzt ist halt die Frage, wollen wir durchs Portal gehen und gucken, wo wir rauskommen, oder schauen wir, dass wir erstmal unten den Löwen noch machen? Ich glaube, ich will erstmal unten gucken, ob ich den Löwen kriege. Okay, wohin wäre ja auch ein leichter Spoiler. Okay, alles gut. Dann suche ich erstmal noch weiter. Oh, der Tierarzt ruft an. Ich bin kurz weg. Ja.